Hallo Leute, willkommen beim LS19 Buckeln im Falkental. Begleitet mich bei meinen Abenteuern vom mittellosen Greenhorn zur erfolgreichen Landwirtin in dieser wunderschönen Berglandschaft. Dies ist Teil 36. Jo, hier ist die Rapsernte im vollen Gange. Da bin ich schon mal hingefahren, weil hier werde ich ja als nächstes gebraucht. Und da kam die Meldung rein, dass auf dem Feld 58 wahrscheinlich, der ist voll. Und er hat schon einiges geschafft, das ist gut. Jawohl. Aber da werde ich auch etwas nacharbeiten müssen. So, mitten in die Sonnenblumen rein. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Da ist ja ein Zaun neben dem Feld. Wie garstig. So, kommt aber echt gut voran. Das freut mich. So. Und meine dritte Ernte, die hier, braucht auch bald einen Anhänger. Wieder der hier. Ja, dann nehme ich doch den, koppel den Düngerstreuer ab. Uiuiui, der muss aber bald mal repariert werden. Und getankt. Aber jetzt kümmern wir uns hier noch um die Ernte. So, da geht's runter. Der ist bestimmt auch ziemlich schnell fertig mit dem Feld. Naja, dann gibt es bestimmt auch neue Aufträge. Ui, 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 ui. Wahrscheinlich hätte ich hier gar nicht mit dem Hänger hinfahren müssen, weil das alles in den Mähdrescher reinpasst. Naja, macht nichts. Vielleicht kriegen wir ja dann das Feld dahinter als Auftrag. Dieses hier. Und dann ist es ja ganz gut, wenn der hier abbunkert, dass er dann gleich hier frisch anfangen kann. Gut, also, da haben wir uns jetzt überall drum gekümmert. Dann kann ich mich jetzt mal um das Stroh kümmern. So, damit er auch neu angesät werden kann. Auf unserem schönen eigenen Feld. So. Jetzt wird's Zeit für ein bisschen Musik. Ja, ich probiere mal den Sender zu wechseln.
Nee. Das wollte ich. Da ist besonders viel Auswahl drin auf dem Sender. Oh, Helfer D ist fertig. Das ist bestimmt der oben auf dem Berg. Also der Rosselmarsch mit dem kleinen Feld. Mal gucken, ob das stimmt. Jetzt mache ich das hier noch fertig. So. Und dann gucken wir gleich mal. So. Ja, das sieht fertig aus. Naja, fast. So. Oben ist bestimmt auch noch was. Nein. So, hier müssen wir dann auch schnell das Stroh einsammeln. Da werde ich schon ordentlich beschäftigt sein. Und ich wollte auch mal was ganz anderes machen. Obwohl, bevor ich das ganz andere mache, sollte ich vielleicht noch mal gucken, ob ich dieses Feld 37 als Auftrag kriegen kann. Hier ist es nicht drin. Ich mache hier mal neue Aufträge. Da ist es. Ja, super. Wunderbar. So, dann muss ich auch relativ schnell zur Potte kommen, damit ich die Hänger wieder leer kriege. So. Also mit dem Stroh muss ich schnell zur Potte kommen. So. Aber das freut mich sehr. Das ist so ein nettes, mittelgroßes Feld. Ja. Und jetzt wollte ich mal das ganz andere machen.
denn ich baue gerade an den netten roten Häuschen oder den bunten im nordischen Stil für die Port Limbo Karte und bin natürlich darum voll auf Bau fokussiert und sehe überall Häuser. Und hier diese Häuser, die kennen wir ja schon lange. Hier hat der Vectorman, der die Karte gemacht hat, hat das Holz anders eingefärbt. Finde ich sehr cool, wie er das gemacht hat. Und dadurch wirkt das auch anders als die sonstigen Häuser. Aber es ist ein ganz normales Giants Haus. Und die sind ja alle nicht zum Reingehen. Da kann man dann auch sagen, das ist ja nicht zum Reingehen. Aber ich finde, die sind so schön und liebevoll. Und trotz allem sehr detailreich. Also obwohl man nicht reingehen kann, sind sie sehr detailreich gemacht. So meine ich das. Da kann ich mir schon eine Scheibe von abschneiden. Die gefallen mir auch noch besser als die Stadthäuser von Felsbrunn. Natürlich würden die hier als Stadthäuser nicht gehen, sondern mehr so außerhalb vom Stadtkern und halt für die, die außerhalb wohnen, so wie es hier jetzt, so Einzellage mehr oder weniger. Und diese, ja, es hat halt so einen ländlichen Stil. Und hier diese Vorhanglösung finde ich eigentlich sehr gelungen. Das haben sie recht schön gemacht, wie diese Gardinen doch recht realistisch aussehen. Also ich finde das fast schöner als mit diesen Reinguckfenstern und den Pseudoräumen, weil das sieht unecht aus. Normalerweise sieht das eher so aus. Wenn man hier an so einem Haus vorbeigeht, dann sieht man da Gardinen oder Vorhänge. Und ich finde, das ist sehr schön gemacht. Jo, gerade diese hier für größere Fenster. Und dieses Blau mit so einem Stich ins Grüne rein hat der Vectorman auch sehr schön ausgesucht. Und dann gibt und hier auch so mit dem, hier so eine kleine Terrasse und da so ein rausstehender Balkon und hier so ein kleiner Erker. Und leider gibt es von diesen Häusern nur so zwei oder drei Haustypen. Und dann gibt es auch noch diese Pferdestall-Geschichte, Pferderanch und so. Die finde ich auch sehr schön. Und hier hat er auch irgendwie andere Texturen genommen. Glaube ich wenigstens. Und aber mit dem Originalbraun. Ja, also ich bewundere jetzt hier vorwiegend die Arbeit von Giants, wie schön die diese Häuser gestaltet haben. Und nebenbei auch ein bisschen die Findigkeit von dem Vectorman, wie er da Abwechslung reingebracht hat durch so ein paar Farbänderungen. Auch nur teilweise, weil es macht ja Sinn, hier auch solche mit braunem Holz zu nehmen. Ja. Schön, schön. Hier so ein kleines Nebenhaus. Das kann man dann auch so direkt dran klatschen. Dann wirkt die ganze Struktur etwas anders. Und hier ist das jetzt ein Schuppen oder ist das schon ein Tiny House? Eine Garage. Gut. Jetzt wieder an die Arbeit. Wenn ich hier fertig bin, also mit dieser Folge, werde ich gleich weiter an meinen roten Häuschen arbeiten. Arbeite ich ja schon seit Wochen dran. Aber momentan mache ich gerade gute Fortschritte. So, es hieß irgendwie, einer sei voll. Der fährt. Und der fährt wohl seine letzte Runde. Gut. Dann kann ich ja hier jetzt mit meinem Ladewagen noch eine Runde drehen.
Ah, jetzt hat Helfer F einen vollen Konter. Ja, dann drehe ich hier meine Runde noch fertig und dann kümmern wir uns da. Und was mir hier bei der Karte so gut gefällt, ist, wie er überall so kleine, so Einzelhäuser oder Kleinhäusergruppen so nett in die Landschaft gestreut hat. Das sieht so richtig schnuckelig aus. Und ich hoffe, dass ich das auch so schön hinkriege, wenn ich dereinst mal eine Karte mache, wo das Sinn macht. Also eine voll ausgebaute, die jetzt nicht so zum selber bauen gedacht ist, wie die Waldsee. Und die Port Limbo ist ja auch zumindest halb zum selber bauen. Aber ich habe mir jetzt schon mal angeguckt, wie solche norwegischen Dörfer zum Beispiel an der Küste aussehen, damit ich da irgendwie dieses Feeling rüberkriegen kann. Es soll zwar nicht Norwegen sein, sondern irgendwo in einer vergessenen Ecke des Meeres. Aber mit rot-bunten Häusern wird es auf jeden Fall irgendwie skandinavisch. So, jetzt können wir uns ja um Helfer F kümmern. Das ist der. Ach, auf dem letzten Drücker ist der jetzt noch... Gut, der ist soweit. Ist der jetzt noch voll. Nun gut. Macht ja nichts. Und hier bin ich fast ganz froh, dass es mal keinen Stroh gibt. Dann kann man den Auftrag auch schnell abgeben. Gut. Lass ich den Rest noch fertig machen und... Ich kümmere mich hier weiter um das Stroh. Hier das, auf dem Feld ist es natürlich toll mit dem Strom, weil das ist direkt bei meinem Hochsilo, Fermenter-Silo. Dann kann ich das da gleich schön direkt reinwerfen, ohne weiten Weg. Ah, und da oben auf diesem kleinen Vorsprung sieht man ja so ein Stadthaus. Das macht sich hier auch ganz gut. So. Das hieß jetzt, glaube ich, dass der Helfer F fertig ist. Kann das sein? Na, hier sind wir auch gleich fertig. Und ich sehe gerade, ich habe gar keinen Trecker übrig zum Ansehen. Gar nicht gut. So. Naja, ich kann einen von den Anhängertreckern auch einfach abkoppeln.
den Anhänger bei der Arbeit stehen lassen. So. Ja, da kann ich auch schon gut verkaufen. Ich guck mal, was der Preis so sagt. Er steigt. Gut, dann kann ich noch ein bisschen warten. Das ist sehr schön. Okay, jetzt zuerst wieder hierhin, zu dem Rapsfeld. Komm. Besser hierhin, um dann noch die Ernte fertig zu machen. So. Oh, das hätten wir auch noch mitnehmen können. Bei den Häuschen, die ich für meine Port Limbo baue, die wollte ich eigentlich auch alle zum Begehen machen. Aber das dauert so lange. Und momentan arbeite ich an ein paar Varianten, die nicht zum Begehen sind. Und ich dachte mir, die kann ich dann ja wenigstens schon mal als Platzhalter hinstellen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich die nach und nach ja alle zum Begehen machen. Och. Weil an einem Haus zum Begehen sitze ich 1 bis 2 Wochen. Und an einem Haus, was man nicht begeht, und was jetzt auch nicht so extrem detailreich ist, sitze ich 1 bis 2 Stunden. Das ist ja schon irgendwie ein krasser Unterschied. Und ihr habt auch schon nach Livestreams gefragt. Die wird es wahrscheinlich geben, wenn ich mal eine gewisse Auswahl an Häuschen zusammen haben. So. Dann fahren wir jetzt da oben hin. Mal gucken. Aber da kann ich einfach so hinfahren. Gut. Und dann kümmern wir uns um die Sonnenblumenernte. Und dann geben wir hier den Raps ab. Schild, ob ich das gleich miternte, würde sich ja fast anbieten, wenn man hier besser rankommt. Also eigentlich wäre hier ein vernünftiges Vorgewinde sinnvoll, aber ich mache dann lieber ein Nachgewinde, weil ich jetzt so viel anderes zu tun habe. So. Ah, das ist Helfer H. Aber Helfer B wartet auch auf mich. Wo ist er denn? Gugu. Da.
so ein richtig schöner Erntetag. Von mir aus könnte das so ein bisschen verschoben sein. Also, dass es ja nicht so viele Ernten an einem Tag gibt, sondern ja, dass sich das mehr über mehrere Tage verteilt. Aber irgendwie haben die Felder hier oft so den gleichen Rhythmus drauf. So, jetzt hier. Oh, und da haben wir jetzt schon ein Problem. Dann muss ich jetzt erstmal hier den Raps wegbringen. Und zwar, wo muss der hin? Von Feld 8. Und Feld 8. Zur Diebold Group. Okay. Und eigentlich brauche ich diesen Hänger dann sowohl da oben bei dem Feld 12 als auch bei meinem Rostzellmarsch. Gibt es zu Diebold Group eine Abkürzung? Nicht so richtig. Schade. Ja, zu wenig Trecker und zu wenig Anhänger. Könnte ich mir zwar kaufen, aber ich will ja 300.000 zusammenkriegen für mein Grundstück. Na, dann muss das irgendwie so gehen. Hier ist ja auch so eine nette kleine Siedlung. Die freundlich gestalteten Wohngebäude gefallen mir ja auch auf der Ravensberg so gut. Das ist zwar mehr so, ja, ich wollte gerade sagen, ist mehr zusammengeballt, aber es gibt ja gibt schon mehrere Orte, darunter auch kleine. Also einmal den großen Ort und dann gibt es da auch so, ja, kleine Ansammlungen von Häusern. Und es sieht irgendwie immer so richtig schnuckelig und wohnlich aus. Huch, viele der erntereifen Felder sind plötzlich, habt ihr das gesehen? Hat so plopp gemacht und plötzlich war das schöne erntereife Feld abgeerntet. Pfupp, weg. Tja. Daran sieht man, dass man sich die Aufträge dann schon sichern sollte, wenn man sie gerne haben will.
hier bei diesem Sender muss ich schon noch mal schauen, ob ich da die volle Auswahl habe. Weil es scheint mir so, als würde sich das jetzt schon wiederholen. Teilweise mehr. Ah, jetzt kommt schon Geld rein. 3300. Gut. Dann können wir den Auftrag hier auch abgeben. Feld 8. Ja. Gut. Ja, 5000 ist okay für so ein kleines Feld. Gut, dann fahre ich jetzt mit dem zum Feld, was weiß ich, auf dem steilen Hang, zu dem schmalen. Da, wo der Rostzellmast schon dringlich wartet. Und das Stroh von dem anderen Feld machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Wie die Zeit vergeht, wenn man viel zu tun hat. Nun gut, dann werde ich mich mal von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.